Nun betrachten wir den Hafen mit dem höchsten Warenumschlag zwischen 1860 und 1910, den Worseldorfer Kanalhafen. Die Lände bestand aus einer Verbreiterung des Kanals mit Anlegekai und Ladevorrichtung. Der von Späth gebaute Lastkran mit einer Tragekraft von 1,5 Tonnen lud meistens fränkischen Buntsandstein aus den Steinbrüchen um Worseldorf oder Ziegel aus der in der Nähe des Hafens gelegenen Dampfziegelei auf die Schiffe um. Zum Vergleich: Es wurden jährlich bis zu 12.000 Tonnen Buntsandstein aus den Hoffmannsbrüchen und dem Steinbrüchlein hauptsächlich nach Nürnberg verschifft. In Worseldorf wird durch die Hauptstraße der Kanal unterbrochen. Mehrere Informationsschilder sind entlang des Kanales postiert. Leider wurde die Weiterfahrt ab hier über die A6 gesperrt, da es zu Bauarbeiten im Bereich des Autobahnkreuzes Nürnberg Süd kam. Nach der Umleitung über die A6 befinden wir uns auf der Sorger Brücke zwischen Kleinschwarzenlohe und Wendelstein. Sie ist eine der noch erhaltenen steinernen Rundbogenbrücken, bei denen die Treidelpfade unter der Brücke hindurchlaufen. Somit ist ein Umspannen der Pferde nicht erforderlich. Im Verlauf des Ludwigskanals befinden sich mehrere Sicherheitstore. Im Falle eines Lecks, beispielsweise durch einen Dammbruch, schlossen sich die Tore durch die entstehende Strömung selbstständig und verhinderten so ein Auslaufen des Kanals. Holz aus dem Reichswald war ein wichtiges Transportgut, wie diese Holzwarenfabrik zeigt. An manchen Stellen des Kanales tummeln sich auch Fische wie Karpfen im Wasser. Wir fliegen über Röthenbach bei St. Wolfgang hinweg und kommen zur Schleuse 62. An einigen Stellen entlang des Kanales werden mit Infotafeln der Schleusenvorgang und die Lage des Kanales noch einmal deutlich erklärt. Der Kanalverlauf über Kelheim, Dietfurt, Berching, Sengental, Neumarkt, Altdorf, Burgtann, Feucht, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Forchheim und Bamberg noch einmal in seiner ursprünglichen Darstellungsweise. Heute Teil des Tourismus war früher Schloss Kugelhammer, ein Hammerwerk, welches aus der Oberpfalz kommendes Roheisen zu Drähten und Nägeln verarbeitete. Hier zu sehen einer der noch zwei erhaltenen Brückkanäle des Ludwigskanales. Hier wird der Kanal über einen bestehenden Fluss geführt, in diesem Fall den Gausbach. 9 Meter über dem Gausbach streckt sich diese Brücke, die ebenfalls wie alle anderen Brückkanäle an römischen Aquädukten orientiert war. Weiter am Kanal entlang fliegend kommen wir zur A73 und A9. Der Kanal wird hier von den Autobahnen unterbrochen, denn die A73 mündet in die A9, die weiter nach München fährt. Gleichzeitig ist die neu gebaute ICE-Strecke von Nürnberg nach München zu sehen. Lass
Langsam fliegen wir weiter zum wichtigsten noch erhaltenen Bauwerk des alten Kanales, der Schwarzachbrückkanal. Der Brückkanal über die Schwarzach, der den Kanal zwischen den Schleusen 59 und 60 über den Fluss Schwarzach trägt, gilt als größte technische Meisterleistung des Projekts. Diese insgesamt 90 Meter lange Konstruktion aus mit Sandsteinmehl und Kalk verfugten Sandsteinquadern überspannt das Schwarzachtal in einem knapp 14 Meter hohen Bogen. Architektonisch orientiert er sich vom Pechmann für seine Pläne an römischen Aquädukten. Der verengte Brückkanal lässt immerhin noch Platz für zwei kleine Treidelpfade links und rechts übrig. Dieser Brückkanal verursachte jedoch auch den größten Rückschlag des Projekts, als er bereits 1841 fertiggestellt, 1844 nach einigen Reparaturversuchen fast vollständig abgetragen werden musste. Der Brückkanal wurde in den massiven Sandstein der Schlucht eingearbeitet. Da die Hohlräume der Brücke am Anfang mit Ton und Aushub gefüllt waren, quoll der Inhalt bei der Wasserung an und zerstörte die Brücke 1843. Sie wurde kurz darauf wieder aufgebaut, innen hohl gelassen jedoch und mit eisernen Widerhaken stabilisiert. Der Schwarzach-Brückkanal, ein bemerkenswertes Bauwerk. Kurz nach dem Brückkanal und der Schleuse 59 finden wir einen der 38 Grundablässe. Grundablässe dienten dazu, dass man eine Haltung für eine Wartungsarbeit trockenlegen konnte oder, wenn zu viel Wasser im Kanal vorhanden war, dieses in einen tiefer gelegenen Fluss, wie zum Beispiel in diesem Fall die Schwarzach, ableiten konnte. Durch die etwas langweilige Monokultur des Steggelerswald zieht sich der Ludwigskanal südöstlich von Feucht hin. Der Kilometerstein sagt, noch 90 Kilometer bis zur Donaumündung. Nun sind wir in der Ländepfeifferhütte angekommen, eines der wichtigsten Anlandeplätze des Ludwigskanales. Hier der Blick in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Musik.
Für die Benutzung der Lenden entstanden grundsätzlich keine Gebühren. Es reichte die mündlich erteilte Erlaubnis des Schleusen- oder Kanalwärters. Typisch war die Lende Pfeifferhütte ein Umschlagplatz für Getreide. Durch Pfeifferhütte zieht sich auch die B8, die weiter Richtung Neumarkt fährt. Somit sind wir auch in Burgthann und am Bahnhof Burgthann angekommen. Hier lässt es sich ganz leicht mit der S-Bahn herfahren und somit ist dieses der ideale Ausgangspunkt für Reisende aus Nürnberg mit dem Fahrrad. Auch Flora und Fauna profitieren entlang des Kanales von der grünen Idylle. Zwei Schleusen weiter beginnt ein weiteres Highlight des Ludwigskanals, die sogenannte Scheitelhaltung. Ab der Schleuse 33 bis zur nächstliegenden Schleuse 32 im 24 Kilometer entfernten Sengtal hinter Neumarkt liegt der Kanal auf seiner höchsten Lage. So führt der Weg der Scheitelhaltung über Dämme und durch Einschnitte in einem weiten Bogen Richtung Süden. Dieses war damals eine Meisterleistung der Vermessungstechnik und Ingenieurskunst, denn in dieser wasserarmen Stelle am höchsten Punkt des Kanales durfte die Wasserhöhe nie wesentlich von der Norm von 2 Metern abweichen. Der erste Damm der Scheitelhaltung aus nördlicher Richtung war der Distellochdamm. Er gehört zu den bedeutendsten der insgesamt 70 Kanaldämme. Mit einer Höhe von 29 Metern war ursprünglich eine fünfbögige Kanalbrücke über den Tiefenbach geplant. Aus Kostengründen und aufgrund der technischen Probleme beim Bau des Schwarzach-Brückkanals wurde jedoch die Dammlösung bevorzugt. Nach dem Distellochdamm fahren wir nun einen Teil entlang des Kanales. Wir durchqueren die Röhre bei Burgthann. Wir beobachten einen der vielen Angler am Kanal. Während des Baus des Ludwigskanals wurden 40.000 Obstbäume gepflanzt, deren Früchte versteigert wurden. Jelfriede, eines von noch 2 übrig gebliebenen Treidelschiffen entlang des Ludwigskanals. Hier ist sie an ihrem Sommerstützpunkt in Schwarzenbach in der Nähe vom Burgthann zu sehen. Einmal im Monat lässt es sich während des Sommers für 3 Euro 60 Minuten lang wunderbar entlang des Kanales treideln. Ein Erlebnis, welches man gemacht haben sollte. Berühmt ist auch das Gasthaus am Ludwigskanal in Schwarzenbach, welches die Möglichkeit zur Einkehr bietet. Am Grundablass vorbei kommen wir zum Dörlbacher Einschnitt, der mit einer Länge von 870 Metern und einer Tiefe von 14,5 Metern sich in die Landschaft schneidet. Gleich darauf kommt der tiefste Einschnitt des Kanals, der Unterölsbacher Einschnitt. Mit einer Länge von 580 Metern und einer Tiefe von 23 Metern war er ursprünglich als Tunnel geplant. Leitgräben dienen der Wasserversorgung des Kanals, insbesondere im Bereich der Scheitelhaltung. Die eigens gebauten gepflasterten Gräben leiteten zu jeder Jahreszeit Wasser in den Kanal.